Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Eine weitere Runde Jägerstaffel mal wieder. Haben sich echt in den Kommentaren viele Leute gewünscht. Deswegen habe ich gedacht, alles klar, mach's doch mal. Wenn so viele Leute mal wieder Bock haben auf eine Runde, warum nicht? Ich sag ja, schreibt gerne immer wieder mal in die Kommentare, worauf ihr Laune habt, worauf ihr Bock habt. Und ja, ich bin ja sowieso extrem eingerostet. Das hat man ja beim letzten Mal gesehen, wo wir da kurz ein Mini-Ründchen gezockt haben. Der heftigste in den Lüften bin ich ja nicht mehr. Ja, meine gute Zeit ist vorbei, wo ich immer wieder die Slave One abgestaubt habe. Vor allen Dingen die Slave One und dann auch hier und da den Millennium Falcon. Aber mal gucken, was jetzt so geht. Da vorne ist es. Abbremsen. Und direkt den Millennium Falcon, Alter, was geht? Ja, Leute, was ist hier los, Mensch? Millennium Falcon meldet sich zum Dienst. Wuhu! Soll ich das mal ausprobieren, die Slave One mit dem Schild kaputt zu fahren? Zu fliegen? Hat mich da gerade irgendwas gekratzt, oder? Leider nicht so tief fliegen, Mann. Boah, könnt ihr euch noch einmal eine heftige, übertriebene, also die heftigste Combo aller Zeiten erinnern? Die über 2000 Punkte waren? Unnormal, oder? Hände hoch, wer alles da schon dabei war. Schreibt einfach mal, die Leute, die wissen, was ich meine, schreiben einfach mal in die Kommentare, Hashtag, ich war dabei. Oder Hashtag, Legendary Story. Oder Hashtag, ich war dabei bei der Legendary Story, denn es war einfach nur unnormal krasser Scheiß, den Saurus da abgezogen hat. Hashtag zu Ende. Muss jetzt nur noch gucken, ich mach's, glaube ich, wenn ich Slave One sehe, mach ich's, glaube ich. Ich mach einfach nur Risk noch an. YOLO-mäßiger Style einfach. Ist das so, ja? Wow. Boah, Leute, ich bin echt eingestaubt bei dem Modus. Alter, man merkt es. Ich hab das Gefühl, ich war mal besser. Warum macht ihr das, Jungs? Warum tut ihr das? Warum machen die so eine heftige Jagd auf mich, Mann? Chewie, man hat Chewbacca gehört, Alter. Habt ihr es gehört, Mann? Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Perfekt, Mann. Das ist der Aufhänger für das Thumbnail. Ich habe nämlich noch ein richtig geiles Chewbacca-Bild am Start. Das letzte war ja auch schon ganz nice, wie er so als kleines Little Baby da war. Aber ich habe noch eins. Nein! Du Schweinhund! Du Schweinhund! Was soll das? Aber wir haben ja gleich gewonnen. Wie stehe ich? Was ist los? Ach du Scheiße! Bin ich schlecht, Alter? Das habt ihr nicht gesehen, okay? Guckt nicht hin, Leute! Tut euch das nicht an! Oh Gott, ist das peinlich! Oh Gott, ist das peinlich! Ich hab den Millennium Falcon und bin fast 9 oder was? Mit 12 Kills. Warum habe ich so wenig Punkte, sag mal? Ich habe diesmal Dingens gar nicht geholt, den Transporter. Ich habe es versucht, aber ach Gott, egal. Wir hören uns gleich bei einer nächsten Runde. Wir machen nämlich, wisst ihr, bei Jägerstaffel machen wir immer 2 Runden. Also bis gleich, Leute. So, Leute. 2. Runde. Los geht's. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht sogar das Double schaffe und hier auch nochmal kurz die Slave One abstaube. Ansonsten sollte ich mich schämen für die letzte Runde. Einfach nur wirklich schlecht. Ich war auch einfach nur, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen damit beschäftigt, die heftigen Sprüche wieder rauszuhauen, um mich selber zu feiern, wie geil ich doch mal war. Anstatt es zu sein, einfach, wisst ihr?
Das ist halt das Ding. Einfach auf den Lorbeeren ausgeruht. Faul geworden. Im Luftkampf-Business. Aber das werden wir ändern, Leute. Das werden wir ändern. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade knapp 2000, 2500 Punkte. Das heißt, diesmal will ich das toppen. So, jetzt Ausschau. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Ich sehe es nicht. Ich bin blind. Ich sehe es nicht. Ist weg schon, ne? Nein! Ich glaube, es ist weg. Ja, ich sehe es nicht mehr. Ist weg. Ich glaube, es ist weg. Das ist auch scheiße. Ja, scheiß drauf. Scheiß auf die Slave One, Mann. Ich mach's so, Junge. Ich mach das so klar. Junge. Ah, Mann, ey. Wie ich denn einfach immer nicht treffe, wa? Boah, Alter. Wow, aufpassen, Kumpel. Den will ich mir schnappen, Mann. Oh, shit. Mann, geht der mir und sagt, jetzt komm, los. Immer noch nicht fertig. Egal, okay, gut. Dann halt auf den auf den Transporter konzentrieren. Wenn ich da ein bisschen Punkte abstauben. What the fuck, Mann? Oh, RPG Warrior. Wo war der, Alter? Warum hat er mich von da ganz hinten weggeholt? Scheißdreck nochmal. Kommt schon, Leute, wir müssen das Transportschiff. Was ist denn da los, Jungs? Aus der Distanz mache ich ihn weg. Komm schon. Lad nach, lad nach. Yes! Wow, und weg! Aua, 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 aua! What the fuck, RPG Warrior? Warum machst du das mit mir? Wir sind doch Freunde gewesen damals. Kannst dich nicht mehr erinnern. Er erinnert sich nicht mehr. Er denkt, der war doch früher scheiße, aber jetzt ist er krass. A-Wing besiegt? Wie? Was war das denn, Leute? Hat mich jetzt das... Sagen nicht das abgeschossene Wrack, was ich gerade abgeballert hat mich zersch... Oh Mann, Alter. Das ist doch nicht for real jetzt so passiert, oder? Scheiße, Mann. Oh, shit. Wo ist denn die Slave One schon wieder? Wo ist denn unsere Slave One? Oh shit, nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir! Jetzt packt er nochmal seine alten Manöver aus. Schnell auf den drauf da! Den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. Den da. Oh Gott. Super scheiße abgeschossen in die Rakete. Aber den habe ich. Schön richtig nice abgestaubt von mir. Geile Sache, Mann. Ist gut gemacht, Marcel. Das ist super gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Sehr nice, sehr nice. Ja, seht ihr, eine Runde zum Einzocken. Das läuft schon. Jetzt läuft es mit dem Teil besser als mit dem Millennium Falcon. Ich fasse es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Wie scheiße bin ich gewesen letzte Runde? Einfach, das ist einfach nicht mehr. Es ist einfach. Ah, aber dafür haben wir verloren. Ich habe mehr Punkte geholt als die letzte Runde. Oh, das ist traurig. Leute, es ist traurig.
Also, wenn ihr Bock habt, dass wir das öfter spielen, dass ich dann nicht wieder so scheiße bin, dann lasst es mich gerne wissen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von dem Modus und auch von Star Wars natürlich, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Ansonsten hört man sich beim nächsten Mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.